Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, dass wir hier die Zeit zusammen haben, um über ein Zentralgeheimnis des christlichen Glaubens nachzudenken. Ich hatte mir noch ein paar Notizen leider in Rot gemacht. Ich wusste nicht, dass hier Rotlicht ist. Aber eigentlich ist es getippt. Aber deswegen muss ich jetzt einmal kurz nah rangehen. Genau, also es geht um eines der beiden Kerngeheimnisse des Christentums. Das Christentum gehört ja erstmal einfach zu den drei großen Monotheismen, die darin übereinkommen, dass sie an einen Gott glauben, der zugleich Schöpfer der Welt ist. Und das Christentum bringt als die beiden zentralen Punkte mit hinein in diesen Glauben zum einen den Gedanken der Inkarnation, dass Gott einer von uns geworden ist, und zum anderen eben den Gedanken der Trinität. Das sind eigentlich die beiden Kernpunkte, die sozusagen der artbildende Unterschied des Christentums. Und heute soll es eben um die Trinität gehen, und ich finde gut, dass wir uns die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, weil man ja eh nicht so viel über Gott nachdenkt, aber noch weniger über die Trinität. Rana, der ja gerade schon zitiert wurde, der hat mal gesagt, wenn wir die Dreifaltigkeit streichen würden, würde sich im Glauben der meisten Christen überhaupt nichts ändern. Und so ist es auch heute, wenn man am Dreifaltigkeitssonntag in die Kirche geht und der arme Pastor muss dann was dazu sagen, dann erzählt er immer die Geschichte vom Augustinus, nicht, wo der Augustinus da am Strand lang geht und dann ist da ein kleines Kind und versucht, das Meer in so eine Pfütze reinzuschütten, und das gelingt natürlich nicht. Und dann sagt er, warum machst du das denn, das klappt doch nicht. Und sagt das Kind, ja, genauso wenig klappt es bei dir, wenn du die Trinität begreifen willst. Das geht eben nicht, so wie das Meer nicht in die Pfütze geht, geht die Trinität nicht in deinen Kopf. Ist natürlich eine schöne Geschichte, aber es hilft nicht viel. Weil wenn man es einfach nicht begreifen kann oder nicht ansatzweise verstehen kann, warum soll man es denn überhaupt glauben? Was ist der Sinn dessen? Hegel hat gesagt, zur Zeit von Hegel war das mit der Trinität vielleicht noch weniger en vogue als heute, und Hegel hat gesagt, manchmal müssen die Philosophen ein Thema der Theologie betreuen, weil es die Theologen sonst nicht machen. In diesem Sinne, also jetzt mein Versuch, etwas zu sagen zur Trinität. Und zwar ein primär philosophischer Gedanke, also ein Gedanke, der nicht wie in der Theologie aus der Schrift kommt, sondern aus der gemeinsamen Sprache von Gläubigen und Ungläubigen, nämlich die Vernunft. Also, wie kommt man auf diesen Gedanken? Wurde ja gerade schon sehr schön der Lewis zitiert, der sagt, wenn man es dann erstmal weiß, wenn man es erstmal begriffen hat oder ansatzweise verstanden hat, dann gibt es plötzlich Sinn. Aber es hat keiner gewusst, bevor das Christentum kam. Also es gibt einerseits diesen Entdeckungszusammenhang durch die Offenbarung. Vorher hat es keiner gedacht. Aber als es durch die Offenbarung in der Welt war, fing man an, darüber nachzudenken. Weil, so sagt das der Anselm von Canterbury, der Glaube fragt den Verstand. Der Glaube will nicht einfach nur blind was glauben, sondern will es verstehen. Und da tritt die Philosophie auf den Plan und fragt, ja, was kann man sich darunter vorstellen? Was ist der Sinn dieser Dreiheit? Und der Sinn dieser Dreiheit besteht nicht einfach in irgendwelchen Dreiheiten. Das gibt so ganz oft diese Erklärung, zum Beispiel mit dem heiligen Patrick da in Irland. Der hat den Iren das Kleeblatt gezeigt und hat gesagt, guck mal, drei Blätter, ein Klee. Ist so, ein Klee, drei Blätter, aber was hilft das? Oder wenn Sie nach Paderborn fahren, da gibt es dieses Drei-Hasen-Fenster, nicht? Drei Hasen, die teilen sich ein Ohr. Ja, ist in der Tat wieder eine Dreiheit, und so gibt es im Laufe der Philosophiegeschichte, der Theologiegeschichte sehr viele Dreiheiten, die irgendwie helfen sollen, dieses Geheimnis zu erhellen. Findet man also lauter Dreiheiten morgens, mittags, abends, rechts, links, Mitte. Augustinus, der versucht das so aus dem Geist, Selbstverhältnis des Geistes herauszuklären, sagt irgendwie, wir haben eine Memoria, also eine Erinnerung, wir haben das Bild, wir haben die Liebe, der Geist erkennt sich selbst und liebt sich, da hat man eine Dreiheit. Aber auch da weiß ich nicht, ob das eigentlich schon die Mitte des Ganzen trifft. Ich meine, man muss,
um in den Kern dieses Geheimnisses vorzudringen, darüber sprechen, dass Gott die Liebe ist. Und das ist ja ein Kernsatz des Christentums, da braucht es fast die ganze Bibel für. Und dann im ersten Johannesbrief kommt es dann Theos Agape Estin. Gott ist die Liebe. Und das, meine ich, könnte man schon philosophisch zeigen. Das will ich jetzt nicht tun. Ich möchte erst da eigentlich ansetzen, ich möchte es nur ganz kurz anreißen. Die Liebe ist die höchste uns unmittelbar zugängliche Wirklichkeit. Nichts sieht man zum einen ex negativo daran, dass nichts den Menschen so kaputt macht wie ihr Ausbleiben. Also ein Mensch, der nicht geliebt wurde, hat eine große, Defizite in seiner Entwicklung. Und je nachdem, wie stark das Ausbleiben dieser Liebe ist, gibt es ja diese berühmten Experimente, führt das dazu, kann sogar dazu führen, dass man überhaupt nicht lebensfähig ist. Also einerseits, der Mensch lebt von nichts so sehr wie von der Begegnung mit Liebe und nichts erfüllt ihn so wie diese Begegnung mit ihr. Und nichts bewundern wir so sehr wie wirklich selbstvergessene Liebe und Dienst an den anderen. Wenn Sie sich die großen Gestalten zum Beispiel des 20. Jahrhunderts anschauen, die, wo sich alle darauf einigen würden, die wirklich als Vorbilder aus diesem Jahrhundert bleiben, sind eigentlich alles Gestalten selbstvergessener Liebe, selbstvergessenen Einsatzes. Also das, meine ich, ist eigentlich so die Spitzenwirklichkeit des Menschen, lieben und geliebt zu werden. Und wenn das die Spitzenwirklichkeit ist, des Menschen, dann kann ich Gott nicht anders denken als die Liebe. Keiner gibt, was er nicht hat. Und wenn wir mit der Liebe beschenkt sind, dann zeigt sich Gott als Herr der Liebe. Und zwar auf zweierlei Weise, meine ich. Einerseits im Sollen. Wir sollen lieben, sind gerufen zu lieben. Da zeigt sich diese Wirklichkeit sozusagen im Gewissen. Und sie zeigt sich zugleich als Sinn. Da, wo wir Liebe begegnen, machen wir Sinnerfahrung, die über das hinausgeht, was uns da trifft. Also einerseits erfahren wir interpersonale Liebe, wir erfahren hoffentlich geliebt zu sein und erfahren darin einen Sinn, der über diesen Fall von Liebe hinausgeht. Es ist nicht nur angenehm, geliebt zu werden, sondern gut. Also setzen wir da einfach an und sagen, Gott ist die Liebe. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, wie man dahin kommt, aber wenn man das einmal sagt mit dem ersten Johannesbrief, sagt Gott ist die Liebe, dann fängt man an, in Richtung Trinität zu gehen. Warum? Weil Gott nicht die Liebe in Beziehung, also weil Gott nicht dadurch zur Liebe wird, dass er uns liebt, sondern er muss schon in sich die Liebe sein. Sonst wären wir nämlich bei dem Grundirrtum, der immer wieder begegnet, dass Gott schafft, damit er jemanden zum Lieben hat. Das finden Sie überall in der Denkgeschichte. Zum Beispiel der Heidegger sagt, ein Gott ohne den Menschen ist die absolute Form der absoluten Langeweile. Der sitzt da rum und hat keinen zum Lieben und dann macht er sich welche und kann endlich lieben. Hegel macht das ein bisschen ausgefuchster, aber es kommt auch auf selbe hinaus. Oder bei Schiller heißt das, einsam war der große Weltenlenker, schuf sich andere Geister, selige Spiegel seiner Seligkeit. Also braucht jemand, in den er sich spiegeln kann. Wenn man sowas denkt, denkt man aber nicht Gott. Weil ein Gott, der uns braucht, damit er Gott wird, ist ein komischer Gott. Also wir sind ja schon ganz erstaunliche Wesen, aber dass wir jetzt Gott Gott machen, finde ich etwas vermessen, die Vorstellung. Also Gott muss in sich als Gott gedacht werden, in sich absolut. Das heißt, er muss in sich die Liebe sein. Also Gott als die Liebe denken. Wie geht das? Wenn er schon in sich die Liebe sein soll. Jetzt könnte ich, der erste Ansatz wäre zu sagen, na gut, er liebt sich selbst. Das ist so der griechische Ansatz. Ne? Aristoteles sagt, dass Gott denkt sich selbst. Noesis, Noesios.
Deswegen kann bei Aristoteles Gott auch kein Lieben, also kein Lieben außer sich. Aristoteles sagt ausdrücklich, Gott kann die Geschöpfe nicht lieben. Warum sollte er das tun? Er liebt ja schon sich und er ist vollkommen. Warum soll er was Unvollkommenes lieben? Deswegen bei Aristoteles lieben die Geschöpfe Gott, aber Gott nicht die Geschöpfe. Und jetzt die Frage, ist Selbstliebe wirklich das Modell für Liebe? Es hört sich bisweilen so an, nicht? Also gerade wenn man so guckt, ich finde die Werbung ist immer ein ganz guter Spiegel einer Zeit. Und in der Werbung wird das ja ganz stark so propagiert, nicht? Immer so, sie müssen auch mal an sich denken. Das Gefühl habe, dass das eigentlich gar nicht so das ist, was auch mal sein müsste, sondern was eigentlich die Regel ist, weswegen man dafür gar nicht Werbung machen müsste. Und das geht dann so weit, dass sie die Postbank wirbt, unterm Strich zähle ich. Das finde ich schon einen dicken Hund. Also, dass man damit wirbt. Wenn man das mal ernst nimmt, unterm Strich zähle ich, wo läuft denn das hinaus? Aber das ist so dieser narzisstische Suche nach sich selbst, die sehr en vogue ist, auch wenn sie so in die, sagen wir mal, Formen der Sinnsuche, des esoterischen Programms und so schauen, geht es immer darum, sich zu finden. Und das, meine ich, geht am Sinn der Liebe völlig vorbei. Der Zauber der Liebe besteht ja gerade darin, dass der eine für den anderen da ist. Das ist ja die eigentliche Pointe von Liebe. Dass der eine für den anderen ist. Und das kann man in einem Modell der Selbstliebe nicht darstellen. Natürlich soll man auch mit sich befreundet sein und sich mögen und so. Aber wenn die Spitzengestalt von Liebe ist, ästhetisch ist die Spitzengestalt von Liebe entzücken und ethisch ist die Spitzengestalt von Liebe für jemanden Leben und Sterben. Und wenn Sie das jetzt auf die Selbstliebe münzen, dann wäre ästhetisch von sich entzückt sein und ethisch für sich Leben und Sterben. Und das finde ich schon ein komisches Programm. Nein, der eigentliche Witz von Liebe besteht darin, dass der eine für den anderen ist. Selbstvergessener Einsatz für den anderen. Und damit kommen wir schon aus einer Struktur heraus, wo ich, wie Aristoteles sagt, Noesios, Denken des Denkens, sich selbst, Liebe Gottes, also irgendwie so ein Kreis, ne? Dass Gott sich da irgendwie so selbst liebt, das kann es nicht sein. Es hätte zumindest nichts damit zu tun, was wir unter Liebe verstehen. Aber das ist zunächst mal das, was einfach so drinsteckt, auch in der Denkgeschichte. Nicht? Der Platon schlägt das so vor, dass er sagt, wenn ich wem anders in die Augen gucke und nah genug rangehe, dann sehe ich in der Pupille mich. Der andere zum Spiegel meiner selbst. Also das wäre dann das nächste mögliche Modell, zu sagen, ich komme zu mir irgendwie über den anderen. Ich spiegel mich im anderen. Aber auch das wäre nicht dieses Sein für den anderen. Das Engagiertsein für den anderen. Das kann es in Gott nur geben, wenn Gott zumindest zweipersonal ist. Gott kann nur die Liebe sein, wenn Liebe heißt für den anderen sein, kann Gott nur die Liebe sein, wenn er in sich mindestens zweipersonal ist. Also wenn es in Gott die Struktur der Anderheit gibt. Also wäre man schon bei dieser Zweiheit, und jetzt wäre die Frage, wie denkt man die so, dass das Ganze nicht in einem dualen Theismus oder in einem Zwei-Gott-Glauben endet? Also der Vorwurf, den die anderen monotheistischen Religionen im Christentum machen, ist ja, dass sie einen Tritheismus haben, also einen Drei-Gott-Glauben. Einer der Punkte, wo Mohammed mit den Christen ganz streng wird, ist, er sagt, das ist eben schon Beigesellung, dass ihr nicht nur einen Gott habt, sondern drei. Es gibt nur einen,
Also wie kann ich jetzt diese Zweipersonalität so denken, dass die Einheit nicht auseinanderbricht? Es müssten zwei Personen sein, die nicht gleich ursprünglich sind. Und das ist gemeint in dieser Rede von Vater und Sohn. Die Einheit ist deshalb nicht aufgebrochen, weil der Sohn ganz vom Vater ist. Weil der Vater sich ganz gibt dem Sohn. Und es bleibt der eine Gott, der aber in sich für den anderen ist. Und bei dieser Dualität bleiben sehr viele einfach stehen. Nicht? Also, auch in ganz vielen christlichen Theologen ist das dann irgendwie so: Vater, Sohn. Und dazwischen ist dann der Geist, nicht? Also Vater, Sohn, die lieben sich gegenseitig und diese Liebe ist der Geist. Das hören Sie ständig, das nennt man dann Kuss oder Zwischen oder so. Das sind alles so Namen für den Geist, wo der Geist eigentlich gar nicht auftaucht. Sondern wo der irgendwie dieses Zwischen ist, aber ein Zwischen ist ja keine Person. Also ist die Frage, wie kommen jetzt die Leute da drauf, wie kommt das Christentum da drauf? Zu sagen, es bleibt nicht bei dieser Zweiheit, sondern es gibt eine Dynamik hin zu einem Dritten. Man könnte ja sagen, das reicht schon, das ist ich, du, wir. Ne? Ich, du, wir. Aber die Frage ist das wirklich ein Wir? Sind zwei schon ein Wir? Zwei können überhaupt nur Wir sagen, wenn sie ein Drittes haben. Aber das hört sich jetzt vielleicht noch sehr formal an. Schauen wir es genauer an. Im Blick vielleicht zunächst auf unsere Beziehungen. Der Aristoteles sagt das so: Die erotisch Liebenden, die schauen sich gegenseitig in die Augen. Und die Freunde gucken zusammen auf ein Drittes. Das macht die Freundschaft aus. Ich meine, wenn wir das für unsere Freundschaften mal so durchdenken, gehört das dazu. Der Bob Dylan, der hat das mal gesagt, wenn zwei, die sich lieben, kein Drittes haben, ist es nicht Liebe, sondern Not. Du könntest auch nochmal anders drehen. Die Liebe will Einheit. Wird gesagt, die Liebe will Einheit. Und beim Platon wird das so gemacht im Symposion, dass der Aristophanes, glaube ich, sagt, diese berühmte Geschichte mit den Hälftenmännchen, mit dem Hälftenmensch, die man auch immer wieder hört. Der Gedanke ist der, die Menschen sind erstmal so Kugelwesen und benehmen sich daneben, wollen irgendwie das Feuer haben und dann sagt der liebe Gott, also Zeus, sagt, jetzt zur Strafe werdet ihr in der Mitte durchgeschnitten. Ja, also es ist vorher so eine Kugel. Eben, das ist ja der androgyne Mythos, ne? Ist eine Kugel und die wird in der Mitte durchgeschnitten und damit es noch fieser ist, wird der Kopf Richtung Schnittfläche gedreht. Ja, also man guckt sich an der Schnittfläche an. Und will zurück zu seiner anderen Hälfte. Will wieder eine Kugel werden. Und das wird oft auch als nach wie vor als Konzept für Liebe verkauft. Und was stimmt daran nicht? Es stimmt daran nicht, dass wenn das klappen würde, wäre es aus mit der Liebe. Also wenn die Hälften wirklich wieder zusammenkämen, wäre Schluss mit der Liebe. Die wollen sich, solange sie zwei Hälften sind. Und wenn ihnen das wirklich glücken würde, dann wäre es aus. Sagt der Platon auch, also der Aristophanes sagt, wenn die das, also sich dann ineinander stecken, denn sie können sich das ja anatomisch irgendwie vorstellen, wie es wieder eine Kugel wird, dass dann, wenn der Hephaistos, also der Schmied, vorbeikäme, dann würden die sagen, bitte schmiede uns aneinander, weil wir die Einheit wollen. Ja, der Preis ist das Ende der Liebe. Muss man mal durchmeditieren. Die Frage, geht es wirklich um Verschmelzung in diesem Sinne?
Und solange es zwei sind, steckt das in dieser dramatischen Situation. Einerseits, wenn es klappen würde, wäre es vorbei mit der Liebe. Und andererseits macht man eben, Gott sei Dank könnte man sagen, die Erfahrung, dass es nicht klappt. Also dass es diesen Moment einer maximal möglich gefühlten Einheit gibt, der aber immer wieder zurückfällt in eine Zweiheit. Und da gehören dann so die Sachen hin, dass der Ovid, glaube ich, gesagt hat, post coitum omne animal triste est, also nach dem Coitus ist jedes Wesen traurig. Das ist genau von diesem Gedanken her. Nicht? Man will die Einheit und dann gibt es diesen Moment, wo das so zu sein scheint und dann ist vorbei und dann sind es wieder zwei. Und dann raucht man eine danach, um sich irgendwie zu trösten. Also das ist eine tragische Situation. Wenn es klappte, wäre es vorbei mit der Liebe. Es klappt nicht, ist auch traurig. Also solange es diese Gegenübersituation ist, kann es überhaupt keine Einheit geben. A liebt B und B liebt A und beide sind allein in ihrer Liebe. Weil A hat die B-Liebe und B hat die A-Liebe. Was kann da helfen? Die Antwort ist meines Erachtens der dritte. Weil im dritten, durch den gemeinsamen Blick auf ein drittes, gibt es Einheit. Die Einheit der Mitliebe. Nennt Richard von St. Victor das Kondilektio. Weil dann können A und B eine C-Liebe haben. Das heißt, eins werden in der Liebe. Also der Gedanke wäre, man kann in der Liebe nicht so eins werden. Nicht? Da prallt man aufeinander wie die beiden Ritter und ist nachher wieder zwei. Aber man kann so eins werden. Dann lieben beide dasselbe. Und sind eins in ihrem Entzücken, eins in ihrer Liebe. Das ist das Tolle daran. Eins als Liebende in ihrer Liebe. Das hat eben entdeckt, kurz vor Thomas von Aquin im 11. Jahrhundert, der Richard von St. Victor, der hat diesen Gedanken entworfen, dass er gesagt hat, ich zitiere das jetzt, wenn einer einem anderen Liebe schenkt, wenn ein Einsamer einen Einsamen liebt, dann ist zwar Liebe vorhanden, aber die Mitliebe fehlt. Wenn zwei sich gegenseitig gern haben, einander ihr Herz in hohem Sehnen schenken und der Liebesstrom von diesem zu jenem, von jenem zu diesem fließt und gegenläufig je auf Verschiedenes zielt, ja, das ist genau was ich gesagt habe, gegenläufig je auf Verschiedenes zielt, dann ist zwar auf beiden Seiten Liebe da, aber die Mitliebe fehlt. Von Mitliebe kann erst dann gesprochen werden, wo von Zweien ein Dritter einträchtig geliebt wird, in Gemeinsamkeit liebend umfangen wird und die Neigung der beiden in der Flamme der Liebe zum Dritten ununterschieden zusammenschlägt. Ist doch schön, wie er das gesagt hat. Also nochmal, nennen wir es jetzt mal Vater und Sohn. Die sind so jeweils in ihrer Liebe zum anderen isoliert. Der Sohn liebt ganz allein den Vater, der Vater ganz allein den Sohn. Der Sohn kann sein Entzücken am Vater mit niemandem teilen. Der Vater sein Entzücken am Sohn nicht. Und jetzt kommt ein Dritter ins Spiel, nennen wir ihn Geist. Und so wird aus der Richard von St. Victor nennt das Dilectio, also Liebe, Redilectio, Zurückliebe, Condilectio. So werden Vater und Sohn eins in ihrer Liebe, aber eben nicht so im Sinne dieses Hälftenmännchen, sondern eins
in der gemeinsamen Liebe zu einem Dritten. So, und jetzt könnte man sagen, ja, der arme Geist, der ist da jetzt, wird da nur so geliebt und darf nicht mitmachen. Und das Tolle ist jetzt, weil der natürlich auch die liebt, die ihn lieben, entsteht eine Situation, in der niemand mit seiner Liebe allein ist. Der Geist teilt mit dem Sohn, mit seiner Liebe zum Vater, der Vater mit dem Sohn seine Liebe zum Geist und der Vater und der Geist ihre Liebe zum Sohn. Also es ist immer gegeben, Condilectio, Redilectio, Dilectio. Das könnte sich jetzt, hört sich wahrscheinlich relativ abstrakt an, aber ich meine doch, wenn wir auf unsere Beziehung gucken, dass da sehr viel dran ist. Dass eine Liebe, die sich in der Zweiheit der Liebenden verschanzt, die so dieses Weltverbrennende hat, ne? Nur du und ich, dass das letztlich auf diese tragische Weise schief geht und die Liebe gerade dadurch geeint wird, dass ein Dritter ins Spiel kommt. Der Klassiker ist natürlich, wenn sich ein Kind einstellt. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Weisen und so auch ganz verschiedene Ebenen der Condilectio. Nicht? So in so einer normalen Freundschaft ist das unter Umständen Schalke 04 oder so. Aber in den meisten Beziehungen, wenn Sie das mal im Kopf durchgehen, gerade in den gelingenden, gibt es sowas Drittes. Also gibt es natürlich einerseits den Ineinanderblick, die Lectio, Redilectio, aber auch und gerade diese gemeinsame Begeisterung für. Und das könnte man jetzt ausweiten auf die Frage, was heißt das für uns? Und da würde ich sagen, es gibt eben trinitarisches Menschsein. Das ist eigentlich das gelungene Menschsein. Trinitarisches Menschsein. Also, dass gelungene Personalität immer in diesem Dreispiel spielt. Und da bin ich jetzt ganz gegen die Leute, die sagen, also die Familie ist ein Abbild der Trinität. Zum einen, weil das schon eine komische Hypostasierung der Ein-Kind-Familie ist. In dem Moment, wo es vier sind, passt es ja schon nicht mehr so richtig. Sondern vor allem, weil der Mensch eben nicht auf die Weise Bild ist, dass er einfach Gott ähnlich sieht, sondern dass er in Beziehung zu Gott ist. Was macht das Bildsein eigentlich aus? Bildsein Gottes heißt nicht, ich sehe so aus wie der. Das ist ja überhaupt so ein Irrtum im Bilddenken, nicht? Dass man sagt, der Sohn ist das Bild des Vaters und dann denkt man, der Vater sieht genauso aus, nur älter. Das ist schon ziemlich schlimm, dass das in der Kunst dann so passiert ist in der Renaissance, dass man angefangen hat, den lieben Gott als Opa zu malen. Da wundert mich nicht, wenn heute nicht mehr so viele mit dem was anfangen können. Und es wundert mich auch nicht, dass in der Sixtinischen Kapelle immer wieder der Putz von der Decke bröckelt, weil das geht einfach nicht. Man kann nicht den lieben Gott als alten Mann malen. Der auch noch, dann rollt er da die Wolken und dann streckt uns den Hintern entgegen. Ja, es ist so, müssen Sie mal nachgucken. Das kann ich schon verstehen, wenn die Türken und Juden sagen, was ist das denn? Also Blasphemie ist es auch. Der Sohn ist ja nicht das Bild des Vaters, weil der Vater aussieht wie der Almöhi und er ist ein bisschen jünger. Der kann nur dessen Bild sein, weil der Vater unsichtbar ist. Das ist dasselbe mit der Seele. Es ist ja nicht so, dass in uns irgendwo eine kleine Seele drin steckt und die sieht genauso aus wie unser Körper. Wie Splett, ich weiß nicht, ob er es letzte Woche gesagt hat, er sagt, es ist ja nicht das, was der Menschenfresser am Ende ausspuckt, der Kern. Und die Seele ist unsichtbar und versichtbar sich im Leib. Eine Seele kann man nicht sehen, nur im Leib. Da gab es ja diesen Russen, der die alle durchgeschnitten hat, gesagt, er hat noch nie eine Seele gesehen. Die kann man eben auch nicht sehen. Schon gar nicht, wenn man jemanden durchschneidet. Muss man in die Augen gucken. Also ein Bild kann nur dann zeigen, wenn das, was sich zeigt, selber unsichtbar ist.
Sonst verstellt das Bild. Deswegen ist es auch falsch, von Abbild zu reden. Ein Abbild ist ein Bild von einem Bild. So kann ich in meinem Portemonnaie ein Foto von meiner Frau haben und das angucken, wenn sie nicht da ist. Aber wenn sie da ist, werde ich mir nicht mehr das Bild im Portemonnaie angucken, sondern sie selber. Und wenn ich Jesus als Abbild des Vaters denke, dann läuft es genau darauf hinaus, was der Philippus sagt: Herr, zeige uns den Vater, das genügt. Und sagt Jesus: So lange bin ich schon bei euch, du hast es noch nicht verstanden. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Nicht, weil ich der Vater bin, sondern weil der Vater sich in mir ganz zeigt. Und da muss man nicht hohe Theologie betreiben, das ist schon so bei uns. Ich kann eine Person nur sehen in ihrem Leib. Und trotzdem ist die Person nicht ihr Leib. Aber sie ist nur sichtbar im Leib. Keiner von uns wüsste von den anderen, wenn hier einer ohne seinen Leib gekommen wäre. Ja, das ist schon allerhand, nicht? Wir wissen, wir können einander nur sehen durch unseren Leib. Und trotzdem ist der Leib nicht der andere. Er versichtbart ihn. So, wenn ich jetzt den Menschen als Bild Gottes denke, dann ist es eben ungut zu sagen, Familie ist ein Abbild der Dreifaltigkeit. Und dann habe ich genau wieder diese Situation, hier gibt es so ein Modellbaukästchen, sind drei, und wenn ich an den Himmel gucke, sehe ich die drei richtigen. Denn der Mensch zeigt Gott so, dass Gott in ihm da ist. Und das heißt, dieses Bild sein, was der Mensch ist, kann nie abgeschlossen sein, sondern besteht in seiner Beziehung zu Gott. Das heißt, trinitarisch Mensch sein hieße dann, dass in jeder Beziehung, jeder liebenden Beziehung, die der Mensch hat, natürlich überhaupt in jeder Beziehung, aber nehmen wir mal die gelingende, liebende Beziehung, Gott immer der Dritte ist. Das ist er eh. Da müssen wir nicht für sorgen. Aber man könnte es sich sehr bewusst machen. Also ich kann meine Frau gar nicht lieben, ohne dass Gott mitliebt. Man kann überhaupt niemanden lieben, ohne dass Gott mitliebt. Deswegen sagt Max Scheler, Nächstenliebe ist nicht Hervorbringung von Liebe, sondern Einstimmen in die Liebe Gottes. Ist immer schon gegeben. Also was Levinas so vom Antlitz sagt, ist das Antlitz und sagt, du darfst mich nicht töten. Es ist schon geheiligt und geliebt. Und wenn zwei Menschen sich lieben, ist das immer Einstimmen in die Liebe Gottes, die schon da ist. Und es wäre eine enorme Entlastung, wenn man sich das mal bewusst machte. Weil wenn ich weiß, dass Gott meine Frau schon perfekt liebt, muss ich es nicht mehr machen. Also, das ist keine Ausrede, ja? Aber niemals wird ein Mensch einen anderen so lieben, dass das genügen würde. Und wenn man meint, das ginge, geht's schief. Also es geht um diesen Gedanken, dass schon in der zwischenmenschlichen Liebe immer, ich mal das mal hier hin, neue Seite. Also lieben sich gegenseitig und haben in dieser Liebe immer schon, ob sie es wissen oder nicht, besonders schön ist es, wenn sie es wissen dürfen, weil es ein Geschenk ist. Das nenne ich jetzt mal Gott. Sind immer schon mit Gott vereint in der Mitliebe zum anderen. Und ich behaupte, dass vielleicht sogar das der Grund ist, warum Lieben uns so glücklich macht. Weil wir darin spüren, sozusagen in die Ewigkeit mit hineingenommen zu sein, weil wir merken, dass da ein Überschuss drin ist, der mehr ist als unsere Liebe.
wo muss das ja herkommen, dass Liebe so beseligt? Also das ist das eine, dass ich wissen darf und wissen soll, dass ich in meiner Liebe zum anderen nicht isoliert bin, sondern schon einen Mitliebenden habe. Und dann gilt natürlich umgekehrt nochmal, dass für die Liebenden, dass die Liebenden die Einheit ihrer Liebe ihrerseits nochmal in der Gottesliebe erfahren können. Also dass die Kondilektio von Zweien kann sich auf verschiedene Art ergeben. Nicht? Die kann sich erstmal ergeben durch den Dritten, wer immer das ist. Nicht? Irgendein Freund, der zu Gast kommt, den beide mögen. Und dadurch wird ihre Liebe geöffnet zu einer Mitliebe. Und das Ganze wird reicher. Also jeder, der da reinkommt, mehrt die Liebe. Das ist das Schöne bei Dante, wenn die kommt der Dante da in den Himmel, da stehen da so ein paar Seelen rum und sagen, seht, wer da kommt, zu mehren unsere Liebe. Das ist schon mal einer mehr, der mitliebt. Und dann kommt nochmal hinzu, dass ja jeder durch seine Mitliebe eine Perspektive mehr hineinbringt. Das ist auch vom C.S. Lewis ein Gedankenspiel, was er bringt. Er sagt, wenn A, B und C befreundet sind und C stirbt, dann fehlt A und B nicht bloß C, sondern fehlt B, C ist A und A, C ist B. Ja? Also dann fehlt A, Rudi, sagen wir mal Rudi, Helmut, Jürgen. Wenn Jürgen stirbt, fehlt Rudi, Jürgens Blick auf Helmut. Und jetzt wird es kompliziert. Und Helmut, Jürgens, ja Jürgen ist tot, ne? Genau. Und Helmut, Jürgens Blick auf Rudi. Also das ist, denke ich, doch etwas, was ich wirklich, was man so eigentlich kennen sollte. Dass man, wenn man zusammen in einen Film geht, schon mal mehr sieht, als wenn man alleine reingeht. So wie man mit auch nur mit zwei Augen räumlich sehen kann. Der Nietzsche sagt das so, die Wahrheit beginnt mit Zweien. Solange ich alleine bin, halte ich das, was ich sehe, schon für die Wahrheit. Wenn ich zu zweit bin, guckt einer von der anderen Seite. Und so mehrt sich durch die Mitliebe die Aspekte. Der Benedikt hat ja gesagt, also der Papst, der, wie sagt man, emeritierte Papst, hat ja gesagt, als einer gefragt hat, wie viele Wege gibt es zu Gott, hat er so viele, wie es Menschen gibt. So muss man sich das eben vorstellen, dass es wirklich in der Ewigkeit jeder einen Beitrag zu leisten hat im großen Chor des Lobgesanges, weil jeder was sieht, was die anderen nicht sehen. Und das darf ein anderen erzählen. Bis dahin, dass das so intim ist, dass das gar nicht erzählen kann. Das kommt nochmal dazu. Aber das ist also Offenbarung, wenn er den weißen Stein mit seinem Namen drauf gibt, der mit weißer Schrift geschrieben ist und den nur Gott kennt und der ihn kriegt. Es gibt so ein letztes Geheimnis zwischen Gott und Geschöpf. Thomas sagt, die Person hat eine letzte Incommunicabilitas, eine letzte Unmitteilbarkeit. Die gibt's, aber es gibt eben auch diesen Reichtum eines Gegenstandes, eines Kunstwerks, einer anderen Person, die nur dadurch entsteht, dass Mitliebe gegeben ist. So, also diese Mitliebe, die Erfahrung von Mitliebe kann man im Interpersonalen machen, macht man hoffentlich im Interpersonalen, glückenden Gemeinschaften, glückenden Freundschaften, dass es einerseits die Liebe zueinander gibt, Sympathie füreinander gibt, und dieses gemeinsame sich freuen an. Aber auf der geschäftlichen Seite
ist sozusagen diese Beziehung immer offen für Gott, der nie nicht dabei ist. Also wenn die Theisten recht haben, dann ist er auch beim Atheisten dabei, auch wenn er es nicht weiß, ne? Denn der liebt immer mit. Diese Mitliebe ist immer gegeben. Und am dollsten wird natürlich die Mitliebe, wenn das, was geliebt wird, so toll ist wie der liebe Gott. So dass eben, meine ich, trinitarisch Menschsein hieße, sich im Lieben eines anderen Menschen vereint zu wissen mit Gott, dem Mitliebenden, und gemeinsam auf Gott zugehen zu dürfen. Und das Tolle an diesem Liebeskarussell ist, dass es da eben keine Konkurrenz gibt. Damit möchte ich eigentlich schließen. Warum gibt es keine Konkurrenz? Gehen wir nochmal zur Dreifaltigkeit zurück. Weil es in diesem Dreispiel ist niemand Mittel. Ist niemand Mittel zum Zweck, aber jeder Mittler. Jeder ist Mittler, weil jeder den beiden anderen schenkt, in der Liebe zu ihm vereint zu sein. Das schenkt jeder jedem in diesem Dreispiel. Soweit der philosophische Gedanke, wie das dann genauer ist mit der Trinität und Vater, Sohn und Geist, ist natürlich auch nochmal Sache der Offenbarung, vor allen Dingen Sache der Offenbarung. Mein Versuch war nur, Ihnen zu zeigen, wie man von dem Gedanken, dass Gott die Liebe ist, zu dieser Dreipersonalität kommt. Ich meine Trinität, wenn man nicht über Trinität redet, kann man eigentlich nicht darüber reden, dass Gott die Liebe ist. Man kann darüber reden, dass Gott liebt. Aber das ist was anderes. Und da meine ich, wäre so der Dialog mit den anderen monotheistischen Religionen. Ne? Ein einpersonaler Gott, der kann auch lieben. Aber der kann nicht die Liebe sein.